So, und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde 7 Days to Flee oder wie auch immer wir das gerade nennen wollen. Braucht von euch einer noch eine Jeans? Ich hätte noch eine Denim im Angebot. Nur eine Nacht getragen. Nimm ich gern. Aber nach Höreinstellung. Ja. Sollen wir da mal kurz pausieren? Gerne. So, da sind wir wieder. Wir. Gut, also wir brauchen jetzt Material. Bisschen Loot. Ja. Also gehen wir da drüben in das Haus, oder? Ist das nicht zu nah dran? Ja. Wir müssen ja ein Stückchen weg bevor, da, von den Safe Zones. Safe Zones. Bruder, warte schnell. Du siehst das Teil vor mir hier? Wo bist du? Ich bin noch beim Händler. Ja, ich sehe das Teil vor dir. Ja, den Hunde. Die Hundehütte? Genau. Bewahr auf Dog, das könnte also sein, dass ich gleich mit dem Hund kämpfen muss. Hier drin wird ein Hund sein, sehr wahrscheinlich. Okay. Und hier ist auch noch die Transportbox auf der Veranda. Solche Anzeichen sind immer ein Zeichen, dass da ein Hund drin ist. Mhm. Der macht, der könnte uns Probleme bereiten. Hunde sind übel. Okay. Schau mal rein. Jungs, ich habe Munition gefunden. Hier ist noch ein Zombie. Ah ja. Koch doch. Ey, wo findest du den? Der ist hier gestanden. Ach so. Der Ofen ist leer. Den habe ich gerade ausgeräumt. Achso. Leere Gläser. Da, da oben steht eine leere Dose drin und. Mitbringen, mitbringen. Annehmen, ja, ja. Ergonomischer Griffmod. Groß Faulschlagen. Ja. Und Papier. Hier steht noch. Und bitte guck. Bitte guck auch alle in die Toiletten. Es passt immer trübes Wasser. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber ich koch's ja ab. Was ist mit dem alten Sandwich? Braucht man viel später für gewisse Rezepte. Kann man essen. Sollte man nicht, weil sonst kommt das braune Wasser von mir, oder was? Ja. Durchsuche Waffenkiste. Ach so. Knochenmesser. Pfeilauflage-Mod und Schrotflinte. Pfeilauflage-Mod kannst du auf dem Bogen. Jagdmesser. Jagdmesser ist schon mal gut. Leere Toilette? Na, das ist schon mal gut. Eine leere Toilette ist immer gut. Ja, die habe ich gerade aus. Da war das Jagdmesser drin. Ja, ja, was in, im Klo? Ja. Kannst du behalten. So von. Tor. Ja. Geh auf deinen Bogen. Ja. Auswählen. Also im Inventar. Ja. Und dann auf Verändern. Ja. Und dann kannst du die Pfeilauflage-Mod, glaube ich, dahin packen. Ja, da blinkt was. Leerer Modifikator-Slot. Solltest du die da reinziehen können? Ja. Dann abschließen. Ja. Ist verändert und dann Pfeilauflage-Mod. Abschließen W. Ja. Jetzt hast du. Jetzt kann ich zoomen. Spielen. Guck mal hier. Gib mal meine Pumpe.
hat schon Stacheldraht drauf auf dem Knüppel. Okay. Yes. Also, welches Haus jetzt? Gehen wir einfach eins weiter. Okay. Bin zwar schon überladen. Ich noch nicht. Will auch mal also was finden. Betung, Betung brauche ich nicht. Ja, gib mir mal, gib mal ab, ich kann mal ab. Willst du Beton jetzt schon sammeln? Bleierde. Soll ich das mal wegmachen, diese Sperre hier vorm Haus? Lehmboden. Lehmboden habe ich auch noch. Ach, das ist gut. Ja, okay. Dann so, geht's wieder. Die Bucht ist auf. Drei Trophäen kann man zerlegen. So Blei. Blechdosen werde ich jetzt auch zerlegen. Blechdosen, Wasser auffüllen. Wasser auffüllen geht nicht mehr. Das ist doch mit Ziel, sieht aber runtergerissen aus. Und mit dem Knüppel versucht Kopftreffer zu landen. Ich kann nicht rein, weil. Ja. Oh, Kopf ist geplatzt. Kopftreffer machen hier bedeutend mehr Schaden. Ja, Gammelfleisch. Halleluja. Kannst du drum herum gehen? Geil. Ich will aber den Stacheldraht. Aua. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch Topmodel gibt. Doch, im doch. Im kurzen Kleid. Top. Die ist ja schick. Ja, ja. Halleluja. Aber sowas von tot. Gehen wir mal in den Keller runter. Hier. Oben wart ihr schon. Zwei Zombies. Ja. Wir haben noch Zombies. Oh, wei. Hey! Dritter, wo kommt der denn her? Vierter! Ich bin hier oben, wenn ihr mich sucht. Du würdest besser uns helfen. Ich komm. Ups! Ich komm runter. Ich komm jetzt wirklich runter. Bin unterwegs. Gut. Dann sind die auch tot. Alter, gut. Lässig, Kopf. Jetzt bin ich da und jetzt ist gut. Hier kommt noch einer. Dann schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Unter irgendeiner Kiste. Ach, da bräuchte man eine Schaufel, das würde schneller gehen. Ich habe eine Schaufel. Ich habe eine Eisenschaufel. Dann geh nach oben und mach das Ding bitte weg. Ja. Yep. Na komm. Schups. Super, wir sind in der Garage gelandet. Ja, und über die Garage kommt ihr aber nach oben. Ne, oben? Folgt mir freundlich. Jetzt kommen wir im oberen Teil des Hauses. Ja. Genau, es gibt immer einen Weg. Ja. Das ist die hintere Hütte, ne? Ja. Jetzt mal aufpassen. Wahrscheinlich. Achtung. Da oben hockt einer. Naja. Tierisch einer von Mütze. Der ist runtergefallen. Pass auf, der ist jetzt hinter euch. Ja.
Nee, der hängt hier an der Zwischenwand. Ich will auch mal. Ich komm. Haha. Ja, immer auf die Kleinen. Also da war die andere aber hübscher, die Blonde. Alles, ja, ihr müsst natürlich einen Schädel wegtrennen. Wie sieht das jetzt aus? Bin am Verhungern. Ich hab einen Kaffee und verrottetes Fleisch. Ich hab ein altes Sandwich und eine Suppe. Ja, gib ihm das alte Sandwich. Oder die Suppe. Okay, ich stehe hier. Da liegt's. Ich komm wieder hoch. Wasser habe ich auch keins mehr. Ich hätte noch. Auch eine Wasser. Ja. Kaffee. Ja. Kaffee ich bräuchte ein Wasser. Nee, pass auf. Ja, gut. Ich habe nur noch eins dabei. Die anderen sind in der Feuerstelle. Das grüne ist Essen, ne? Ja. Ja. So. Hast du? Jo. Das geht ja überhaupt nicht nach oben. Genau, ich brauche auch noch einmal Wasser. Also muss ich zurück ins Haus, in die Feuerstelle. Okay. Die Zahl unten sagt, wie viele du davon hast, ne? Was? Ich habe drei leere Wasserkrüge und drei leere Dosen. Und dreimal trübes Wasser. Ja, ich habe genau drei leere Dosen und einen leeren Wasserkrug. Kennst du dir zu? Was? Ich bin runtergefallen. Ja. Ich müsste also quasi mal irgendwo hingehen, um Wasser wieder aufzufüllen. Schmeiß mal raus. Die leeren Gläser und die. Ja, einen Moment. Dann gehe ich rüber zum Haus und mach Wasser. Und warte, das auch noch. Leere Glas? Nee, die Dosen. Leere Glas. Ja. Das ist mein leeres Glas. Ja. Ja. Alles klar. Hier ist alles drin. Scheiße, Geier. Was? Ja. Geier, ein Geier. Ist oben, ne? Was nee, heißt das? Ach, du bist unten. Kommen Geier und die beißen nicht, die solltest du auch kaputt machen. Ja. Dumm ist einfach, die können fliegen. Mhm. Ach, der Geier ist hinterm Haus, oder? Und Leute, ich gebe euch noch einen Tipp. Wenn ihr an der Wand Bilder hängen seht, schlagt diese kaputt. Warum? Weil dahinter manchmal versteckte Sachen sind. Alles klar. Habt ihr den Geier jetzt? Ja. Super, ich bin hier einmal ums Gebäude gerannt und hab keinen Geier gefunden. Ja! Ein Geier kann man auch kaputt machen. Gibt Fehler. Und Kamelfleisch. Ja, Jäger Band 1. Ja, ich hatte auch schon ein Band irgendwas. Ich habe 7 leere. Ich renne nochmal kurz zum See. Hol noch Wasser. Und dann koche ich Wasser. Dann haben wir 18 Flaschen. Alles klar. Gut, ich komme jetzt auch mal raus aus dem Haus, weil jede Tür, die ich knacke, dahinter waren wir schon. Seid ihr schon hausweiter? Nee, ich bin noch hinterm Haus und suche Steine für eine neue Steinaxt. Sollte man immer ein paar im Inventar. Ja. Du kannst die alte Steinaxt reparieren. Mhm. Ein bisschen Holz, bisschen Steine immer im Inventar. Ja, genau. Ein bisschen Holz und Steine immer im Inventar. Genau. Ja. Wie rüste ich eigentlich die Pfeile aus? Muss ich die auch unten reinlegen?
Nein, halte die Nachladetaste gedrückt. Ja. Ah. Die auswählen können, welche Pfeile. Ich habe jetzt witzigerweise keine mehr im Inventar. Ist in Ordnung. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass ich schon mal geschossen habe, aber ja. Ich habe auch 4 Eisenpfeile für dich. Da kommt so ein komischer Zombie. Ja, ich liebe so eigentlich Fernkampfwaffen und auf meinem Bogen. Wieso rennt der so komisch auf mich zu? Ist der Psu. Kannst du die reparieren? Was? Die Steinachs, die könnte ich die reparieren. Du klickst die an. Ja. Da ach, steht da, Reparatur. Reparieren, pflegen, ja. Oh. Reparieren, alles klar. Ja, mein Hammer ist kaputt. Ja, das für heißt, den brauchst du, glaube ich, einen Reparaturkit. Wir haben hier gesagt. Scheiße. Und ein Reparaturkit können wir noch nicht herstellen. Da laufen Untote. Klausi, hinter dir. Hinter dir. Ledigt. Merci. Warte mal, ich hab noch einen Skill. Ich mach mal den Chef. Speck mit Eier. Kochwulle ist wieder da. Mein Magen knurrt. Ich hab selber Hunger. Das heißt, es gibt gleich Wasser. Ja. Also ich hätte jetzt Kohle im Angebot. Ich habe übrigens Buch gefunden. Das heißt, der Speerjäger, Band 7. Mhm. Wenn du mit Speer spielen willst, ist das nicht schlecht. Okay. Speer kannst du dir auch mit Holz und Steinen herstellen. Sehr gute Waffe. Die beiden Restaurants hier, den Diner, das Café, sollten wir vielleicht looten gehen. Okay. Könnte auch Zombie bedeuten. Ach so, den Drive-In da. Jungs. Was ist? Schon erledigt, Glück gehabt. Da okay. Drüben kommt noch einer über die Straße. Und ein Huhn. Mitbringen! Hinter der Tür ist noch einer. Wieso kann ich den Verband nicht verwenden? Ach, Scheiße. Okay, jetzt muss ich mich mal zurückziehen. Ja, ich. Na, ein Glück. Hast du einen Erste-Hilfe-Verband? Das nennt sich nur Verband. Oh, Zombie ist hier. Panik. Boxt hier rum. Scheiße. Komm mal zu mir. Tor. Jawohl. Diese Kiste links. Ja. Mit der Axt aufschlagen. Ja. Ja. Jetzt kannst du sie looten. Maismehl, Tee, Kartoffel, ja. Ist nicht wie Empyrion. Wenn du die Kartonkiste zerstörst, ist der Loot weg. Oh. Wenn ihr den Loot-Container zerstört, ist der Loot, der drinnen war, weg.
Das gilt auch, wenn man später mit einer Schrotflinte in die Häuser rennt. Hilf mal. Damit zerschießt man die Kisten. Thor, du hattest gesagt, die rechte von den 5 Kisten ist die, oder? Die rechte und die ganz rechte. Ja, nee, ganz rechte komme ich nicht dran, weil die blockierte ist. Ich leg dir in deine rechte Kiste. Ja, danke. 40 Federn. Oh, danke. Da kannst du neue Pfeile. Ja, mache ich gleich. Hier brauchen wir. Dann ist das hier eigentlich gelooftet. So, also wer will das Buch jetzt haben? Ich will nicht mit dem Speer. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Keiner mit dem... Kein Speerjäger. Na gut. Lese doch einfach und kann lernen, wie ich Lampenmods für Helme herstelle. Ah, cool. Das brauchen wir später, weil wir rennen nicht immer mit der Fackel rum. Mhm. Ja. Dann gehen wir hier noch ins Café am besten. Könnte auch sein, dass hier noch... Wo ist das Café? Ich wollte jetzt Kaffee trinken. Komm zu mir. Übrigens, was deine Frage angeht, ich habe hergestellt einen Verband, also mehrere, und die kann ich nicht für mich selber benutzen. Die stoppen die Blutungen, wenn es normale sind. Okay, sind's. Brauchst du einen Gürtel oder so, brauchst du nur mit links anzuklicken und dann steht dann benutzen, zerlegen. Was? Ja, Swissly, danke. Brauchst du noch einen? Ich habe 11 ja. Gesundheit. Das gibt's doch nicht. Nimm das. Suche den. Moment. Der macht ja keine Gesundheit. Ja, danke. Aber der hier. Alle bringt keine Gesundheit. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Er stoppt nur Blutungen. Also wenn ich ein Tier gebissen hat oder sonst was, und Blut ist, ja. Dafür kannst du die normalen verwenden. Wulle, hast du Wasser jetzt dabei? Wulle, hast du das Wasser dabei? Zombie. Ach, du bist noch. Ach, du bist gar nicht bei uns. Oh. Jungs, es gibt Wasser. Sehr schön. Also dann runter hier. Hey, gibt was zu essen. Ich hab noch meinen Kochtopf. Ah ja, verrottetes Wildbrett und trübes Wasser, okay. Knochen. Sammeln. Backblech. Oder nee, Kochgrill. Nee, verkohltes Wildbrett. Gut. Verkohlt ganz essen. Ja, richtig. Bye, Ladies. Ah, und wieder die Hübsche dabei. Warte, ich komme. Nee, schon. Sorry. Der Kopf ist schon geplatzt. Es tut mir leid. Dein Anblick war zu viel. Ja, die Kleine, das ist natürlich ärgerlich. Sag Achtung, mal das Ganze. Wenn du vorne um die Ecken gehst, kommt eventuell ein Hundchen. Okay. Das ganze Papier, was macht man damit eigentlich? Später Munition. Schande. Was ist da? Hund, Hund, mehrere. Hund? Nein, ein Hund ja, und nee. Zwei Kriecher. Entschuldigung. Ein Hund und zwei Kriecher. Ein Huhn, zwei Gänse. Zwei Huhn, ein Gänse. Tada. Gerade ein Huhn zerlegt. Seid ihr auf dem Gelände? Nee, wir sind Diner. Wir sind im Diner, ja.
Maschinengewehrteile, so gut. Na endlich. Oh, Knochenmesser. Also ich bin jetzt hinterm Deiner, wenn irgendeiner unheimlich Durst hat oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich verrecke gerade. Woran? Ja? Woran? Ich glaube, ich habe irgendwas. Woran? Ich glaube, ich habe was Falsches gegessen. Ein bisschen. Aber ich schätze mal, das wird nicht gleich das Ende bedeuten. Erster. Hier steht 96 von 100 und ich bin so ein bisschen blutverspritzt. Kann man damit machen? Jupp, erster Tod. Scheiße. Okay. Draußen vor der Tür, oder? Nein, im Diner, wo ihr auch stand. Verblutet. Nein, der dritte Zombie hat auf mich draufgehauen. Ah, hier sind noch welche. Bist du das hier? Wie seid ihr hier reingekommen? Hier oben. Ich bin auf dem Weg. Ich will auf meinen Rucksack wieder. Ich sehe gar nichts. Ich mach mal einen Ausgang. Ja. Besser ist. Ich bin's. Brauchst du Wasser? Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, und ich brauche auch Wasser. Ja, 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 ja. Ja, ja. Hier, bitteschön. Woran bist du? Ich bin ja, hinter dir. Hallo. Ich war hinter dir. Hier bin ich. Einmal ablegen. Was ablegen? Hab ich abgelegt. Ja, aber das hat Buran genommen. Nein, Buran hat gar kein Wasser genommen. Du hast Wasser genommen. Ich habe keinen genommen, Klaus. Ich habe nichts. Oh, stimmt. Warte, Tor, ich gebe dir auch noch. Moment, ich will erstmal einen Rucksack. Wer hat hier jetzt? Wann? Nein, Klaus, sie hat noch. Ah, okay. Mhm. Gut. Einer geht jetzt nach Hause. Ich bin überladen. Da steht dein Wasser. Ich hab's schon gefunden, danke. Okay. Danke dir. Also, Pappschachtel erstmal runterhauen, ne? Achso, die sind schon leer. Da wart ihr schon dran. Entschuldigung. Nee, nee, den nicht. Ja, nee, nee, den nicht. Den darfst du gar nicht machen. Wen darf ich nicht machen? Warte mal. Was? Ne, es sind die Holzschachteln. Die Holzkiste musst du... die Holzschachtel nicht. Hier, einmal Wasser. Hab ich doch. Außerdem bin ich eh gerade gestorben. Was? Okay. Aber nee, danke. Die Holzkisten musst du aufschlagen, die Kartonkisten gehen kaputt und dann ist der Loot weg. Okay, und da hier leere Holztruhe steht, hat die schon jemand gemacht, oder wie sehe ich das? Ja. Ja. Dann schon. Ja, ich muss schnell nach Hause ausladen. Brauchst du Wasser? Nö. Nee. Okay. Nein. So. Also. Ich nimm dann einmal das Chicken, den 6er Chicken. Ernte, gut isoliert. Ja. Wo sehe ich eigentlich, wie viele Punkte ich zur Verfügung habe? Ah, da oben einer. Stärke. Erklärt es mir auch nochmal, was muss ich... essen?
Freigabepunkte. Freigabepunkte. Sollen wir eine bestimmte... bei dem Arm? Mhm. Ja, da gehst du dann auch auf. Sexueller Tyrannosaurus? Ja, genau. Ja, ja, ja. Und, ja, was weiß ich, bei dem Rotkreuz oder bei dem Weizenkreuz muss halt gucken, ne? Ob du da den Heilfaktor nimmst oder was war das andere noch? Bei Wahrnehmung könnte ich doch dann Speermeister eigentlich machen, oder? Wenn ich schon mal das Speertagebuch habe. Kannst du machen. Ja, kannst du machen. Swissly, wie kommen wir hier wieder raus? Okay. Ich habe im Endraum habe ich ein Loch gemacht. Okay. Im Endraum habe ich ein Loch gemacht. Ach ja, klar. Geschlagen. Ja, klar. Es war zu offensichtlich. Ja, ja, genau. 19.13 Uhr. Ich glaube, wir sollten mal wieder... Ich glaube, ich habe eine bessere Lösung für die Kisten. Wir machen es nicht nach Spieler, sondern nach Material. Ja. Ich habe 18 Knochen. Gut, da können wir später Kleber draus kochen. Hat sonst noch fährt? Irgendjemand? Ja, ich habe Fleisch. Nee, Fresserei habe ich ehrlich gesagt gar nicht gefunden. Ich habe nur ein Stück Fleisch. Fleisch? Ja, ich habe 6 Stück und 2 Eier. 3 Eier. Guck bitte in die Nester. Ganz wichtig. Naja. Ja. Also ich habe 2 Eier. Mhm. Bitte alles in die dritte Kiste von rechts. Ich habe auch 2 Eier. Na, zum Glück. Als Wulle vorhin sagte, er hat nur 1, da habe ich mir gedacht, okay, der arme Kerl. Ja, gut, also. Ich bin eine Frau, ja? Ach, ja, gut, okay. Oh, dann hast du es ja stockweise, hätte ich gesagt. Wollen wir mal festhalten. Aha. Ja gut, liebe Zuschauer, ich sage danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, ciao. Bye, ciao. Bye. Bye-bye.